Hallo zusammen, ich habe mal wieder etwas gebastelt, etwas digitalisiert. Das zeige ich euch heute einmal. Einen Moment. Heute geht es um die Kastendampflok Elias, beziehungsweise die OEG 102 ist das ja in echt. An sich ein, muss ich sagen, ich habe sie vorher noch nie gesehen. Das war jetzt für die Digitalisierung das erste Mal. Ein sehr schönes Modell. Ja. Was wurde dran gemacht? Also an der Lokomotive an sich, das ist das Modell, was unter Märklin schon gebaut wurde. Erkennt man auch daran, dass das hier messingfarben ist und nicht goldfarben. Die Lampenringe wurden gegen die modernen neuen kleinen schwarzen Lampenringe ersetzt. Massot-Endkuppler wurden eingebaut, vorne und hinten. Ein zweiter Lokführer, der war drinne. Dann am Kessel wurden hier ein paar Details angebaut, einfach von der Steins. Das ist ja quasi ein Steinskessel. Diesen Sandtrichter, damit der Kessel nicht diese vielen Löcher hat und so nackt aussieht. Ein goldenes Zahnrad da oben. Hier noch so eine Pfeife. Und auf dieser Seite die Wasserpumpe. Und hier auch ein goldenes Zahnrad, genauso wie da vorne, Handrad, sorry. Und da vorne auch ein goldenes Handrad. Das sind jetzt erstmal so die Punkte, die eingebaut werden. Hier könnte man auch noch was reinstecken. Da ist ja noch dieser Schlauch, den könnte man auch beispielsweise noch reinstecken. Der Decoder sitzt hier hinter der Kohlenverkleidung. Eine Innenbeleuchtung wurde eingebaut. Dort, hier wurde ein Kabelkanal mit einem 3D-Drucker gemacht. Hier ebenfalls Innenbeleuchtung, Kabelkanal mit dem 3D-Drucker. Ich hoffe, man sieht das auf dem Bild. Ein gepulster Hochleistungsverdampfer wurde eingebaut, was ich sehr interessant finde. Die Lokomotive hat einen massiven, durchgehenden Kamin, wie man das von den ganz alten Steinsfahrzeugen kennt. Dort war gar kein Verdampfer drin, auch nicht standardmäßig. Das war ein ziemlicher Aufwand, das umzubauen. Aber man sieht, hier ist ein gepulster Verdampfer drin, und zwar der Esu-Susi-Verdampfer in der kleinen Version. Der passt hier rein und ja. Der Schornstein ist übrigens von einer Baureihe U, der Schornstein, weil der passt optisch hier am besten rein und hat auch die Länge und die Dimensionen, weil wie gesagt, der originale Schornstein, der hat ein dickes Eisenrohr in der Mitte gehabt, massives, ohne Loch und so, und ja, das geht nicht. Die Platine von dem ESO-Verdampfer, also der ESO-Verdampfer klein, der ist ja eigentlich für Spur 0 und der ist sehr klein, also der ist vielleicht wirklich nur so groß. Der sitzt hier vorne und die Platine. Das ist getrennt, Platine und Verdampfer. Die Platine liegt hier drinnen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal bei einem Steinsumbau gezeigt. Dort habe ich das genauso gemacht. Die Platine liegt hier drinnen. Und damit geht das Gewicht quasi, kann bis zu dem Verdampfer vorne gehen. Da muss man gar nicht so viel von dem Gewicht abschneiden. Und dann habe ich, weil die hinten gar keine Beleuchtung hatte, habe ich hinten eine Schlussleuchte dran gebaut, die man über eine Funktionstaste schalten kann. Und klar, man kann die dann hier drehen, hier abmachen, drehen, und dann hat man auch die weiße. Ja, dann zeige ich das mal im Modell. Also wir haben erstmal die Stirnbeleuchtung, die Innenbeleuchtung, hier hinten sitzt ein Massot LS. Taktgeber ist eingebaut, also dass er ratsynchronen Sound bekommt. Und dann bei dem ESO-Verdampfer klein gibt es ein grünes Kabel, da schaltet man eine Diode antiparallel zu und kann es dann einfach parallel zum Takteingang vom Massot-Verdampfer legen. Und dann kriegt beides den Takt und dann hat man den Verdampfer, den Sounddecoder,
mit dem Takt synchronisiert, der aus dem Getriebe kommt. Der wurde halt nachgerüstet, der Takt aus dem Getriebe. So. Der Sound ist jetzt nicht so spektakulär, denke ich mal. Ist einfach der Sound von der Elias. Ja, dann haben wir die Entkuppler auf Funktionstaste 7. Funktionstaste 8 ist der Verdampfer, der auch, ihr hört das, synchron ist. Funktionstaste 9 ist die Schlussbeleuchtung. Das ist ein gepulster Verdampfer, also das heißt, synchron zum Sound und zur Radumdrehung dampft er halt. Kann man über SUSI ganz einfach konfigurieren mit allem drum und dran. Genau, dann habe ich noch ein Kesselfeuermodul. Und zwar ist dort das MD-MXion DFM, das digitale Feuermodul. Hier ist es aber nicht ans Digitalgleis angeschlossen, sondern einfach an den Decoder, an einen Funktionsausgang. Und am Anfang hat man auch so eine Glut, die dann heller wird. Seht ihr das? Das ist, wenn man die Glut aktiviert. Das läuft ja jetzt im Analogbetrieb, deswegen hat man da, wenn man jetzt Digitalbetrieb hätte, dann könnte man diese Glut dauerhaft anschalten. Und jetzt kommt noch ein ganz feines Gimmick. Und zwar über F16 lässt sich der Lokführer drehen. So, jetzt ist natürlich spannend, wie das umgesetzt wurde. Da wurde ein ganz normaler, billiger Modellbauservo genommen. Mit Plastik, so ein Plastik-RC-Servo. 9G und ein 5-Volt-Regler. In diesem Fall ein Schaltregler 5 Volt von der einfach an Plus Eingang Masse und Ausgang hat man dann 5 Volt. Und die Lok da ist furchtbar leicht. Und damit die ein bisschen Power auf die Rippen bekommt, habe ich Auto, also Auswuchtringe für die Kfz-Industrie genommen. Und habe diese reingeklebt. Die sind einmal im Kessel, wo noch Platz war, überall reingeklebt worden. Zwischen Kessel und Chassis war ungefähr so viel Luft. Das wurde vollgeklebt. Diese Seitentanks hier, die wurden vollgeklebt. Der andere nur zur Hälfte, weil dort sitzt der Lautsprecher drin. 8-Ohm-Lautsprecher, dieser kleine von Visaton. Und wenn man die Lok rumdreht, kann man den Einbau unten sehen. Hier sind natürlich erstmal die Masse und den Kuppler. Der geht problemlos. Hier muss man halt ein bisschen was vom Deckel wegmachen. Hier ist alles vollgeklebt mit den Gewichten. Man sieht das hier. Da auch. Hier sitzt der Lautsprecher drunter, der hier rausschallt. Der sitzt innerhalb dieses einen Tankers hier. Und hier sitzt der Servo. Durchgebohrt. Für das Servohorn und dann die Figur mit Sekundenkleber fest draufgeklebt. Und ja, die ganze Kabellage geht halt in diesen Zwischenraum, der sich hier zwischen befindet, genau hier, wo diese Abkantung ist, und geht hinten zur Platine, also zum Decoder. Das ist sehr schwer, das ganze Teil mittlerweile. Also das hat ein sehr, sehr gutes Gewicht. Und macht sich mit einem Zug wie diesen hier ganz fein.